Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 43. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir starten doch glatt mal direkt tierisch durch. Wir sind aber unterwegs mit Benny in Marokko. Spannend. Ladungssicherung? Na, ich weiß ja nicht. Ja, und wir bleiben noch mal tierisch hier unterwegs mit Dave Speed. Schön, dass er hier aufgepasst hat und gebremst hat, denn dem Hund scheint das hier völlig egal zu sein. So, einen habe ich noch. Ist zwar nicht tierisches, aber ja. Ich würde sagen, der beginnt den Morgen ganz gechillt hier, ne? Und hier sind wir unterwegs mit Phantomias. Es geht natürlich um das Fahrzeug vor uns mit dem Anhänger, der übrigens sehr gut beladen ist, wie man sieht. Ja, und spätestens hier stellt ihr euch wahrscheinlich auch die Frage, warum? Warum fährt der Skoda da durch? Warum hält er nicht an? Könnt ihr uns hier nochmal ein bisschen langsamer anschauen oder einfach nochmal, nicht langsamer. Also für mich ist das eine klare Kiste, der Skoda-Fahrer hätte warten müssen. Ja, und ähnlich geht es dem Einsender hier. Wir sind schon längst in dem Engstellenbereich drin, das heißt der Gegenüberkommende, der muss einfach mal warten, der hätte da die Parklücke nehmen können. Ja, dann auch rummeckern. Boah, anstrengend, oder? Muss man sowas wirklich ertragen? Ja, muss man, leider. Wir sind hier in Berlin und ich glaube, nicht nur hier geht's so. Aber das ist schon echt dreist. Rot, dann noch hier fast in die Fußgänger fahren und sich trotzdem durchdrücken. Ich vermute, Sie wollen ah ja, schön herrlich, ne? So ein bisschen Abkühlung können wir bald wieder gebrauchen. Aber nee, genug gemeckert. Soll hier um den Vogel gehen. Sturer Vogel. Vogel. Und was machen wir jetzt? Tja. Also Phantomios sagt, die Baustellenampel wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und da kann ich nur zustimmen. Eindeutig. Die machen ja beide Fahrspuren dicht, ne? Und vorher frei für Shitstorm. Ja, er fährt über den Bürgersteig. Ach ja, Mann, habe ich mich über das Video gefreut. Wisst ihr warum? Ich erkenne die Ecken wieder. Das ist nämlich meine alte Heimat Stendal. Richtig cooles Örtchen. Ruhiges Örtchen. Ja, fast schon Dörfchen. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Geht um den, der da gleich im Hintergrund angerauscht kommt. Naja, und den Rest könnt ihr selber schauen. Ja, ist schon sportlich, ne? Und wenn wir schon bei dem Mann sind, wir bleiben nochmal bei Tobias und Tracy und ja, schaut mal hier. Geht in die Einbahnstraße, relativ offensichtlich. Der weiß schon, dass das eine Einbahnstraße ist. Super, ich finde das so gut, wie sie hier still und einfach so ungläubig nach vorne schauen. Kann doch nicht sein. Hier ist eine Einbahnstraße. Und ja, die Fahrerin lässt sich davon nicht beirren. Das ist eine Einbahnstraße! Einbahnstraße. Probieren, vielleicht kommen sie raus. Da kommen noch zwei. Die kommt wirklich nicht raus. Video protected. Ich weiß nicht, ob sie so getan hat. Oder ob sie wirklich. Ja, das stimmt wirklich, hier ist Vorfahrt. Uiuiui, können wir nochmal drüber reden, dass die ohne Warndreieck, ohne Warnwesten und eigentlich fast auf der Straße stehen? Krass, ne? Ja, tut mir den Gefallen, ruft in solchen Fällen einfach die Polizei und informiert die. Ja, und fast die Polizei und vielleicht auch den RTW hätten wir hier gebraucht. Klassischer Fast-Dooring-Unfall und ja, ziemlich ignorant, würde ich sagen. Hier sind wir unterwegs mit Pumba. Mit 2A. Geht um den Weißen da vorne, der dann doch relativ knapp überholt, aber ist ja nochmal gut gegangen. Hier war das Ganze mal aus einer anderen Perspektive, nur dass es ein bisschen knapper wird. Na, danach brauchst du erstmal ein bisschen Erholung, nicht wahr, Laura?
Ja, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, reg dich doch nicht über sowas auf. Aber ganz ehrlich, geht hier um den Sprinter. Der hat sich offensichtlich verfahren, möchte nach links rüber. Ja, statt den Blinker zu setzen und dann irgendwie zu hoffen, dass vielleicht einer an der Haltelinie ihn reinlässt, lässt alle noch bei Gelb und Rot weiterfahren, um dann hinten einzuscheren. Ha, weiß ich nicht. Ist nicht der coole Move. Hier gibt es mal keinen Kommentar, ihr seht ja, was passiert. Hier mal eine Analyse, wie es zu knappen Abfahrten kommt. Ankündigung Nummer 1. Dann Nummer 2. Hier Nummer 3. Dann Nummer 4. Glaub mir, es kommen noch ein paar. 5. Komm, jetzt hat er es aber verstanden. 6. Ne, immer noch nicht. Ja, komm. Dann machen wir es so. Dann knallen wir bei Ankündigung Nummer 7, nämlich die allerletzte rüber. Wahnsinn, oder? Die Henne, Alter. Naja, und wenn wir uns gerade damit schon so schön eingestimmt haben, hier auch nochmal so eine Abfahrtsgeschichte. Tut mir leid, kommt halt immer wieder vor. Was für Alter. Start recording emergency video. Was für Ja, ich würde sagen, die haben als Mindestabstand die Maße des weißen PKWs genutzt. Ganz einfach. Ja, und was die beiden hier gestochen hat, keine Ahnung. Aber ich bin auch froh, genauso wie Lena, dass die das Ganze hier einfach abgebrochen haben. Soll hier gar nicht um den Motorradfahrer vorne links gehen, sondern um den hier. Über die Busspur, rechts vorbei und... Ey! Was denn da los? Hat ja fast geklappt, ne? Na, habt ihr das erahnt? Ich in dem Moment nicht. Ich dachte nur so, hä? Was ist da los? Jo, entweder ein gutes Bremsassistenzsystem oder einfach echt Glück gehabt, noch im letzten Moment gesehen zu haben, die Radfahrerin. Ja, sie können doch nicht einfach auf Straße fahren. Guckst du doch mal. Naja, wenn wir gerade bei Fahrradfahrern waren. Sandmärkelchen hat's nicht leicht. Er hat's einfach nicht leicht. Da wird er hier übersehen, dann wird er da übersehen. Aber frech ist auch, wie der hier auf rechts über die Sperrfläche fährt, ne? Statt zu halten, einfach rüber. Na, fühlt sich ja auch wie so ein Déjà-vu für euch an? Die Kreuzung kennt ihr, oder? Rechts vor links, und wisst ihr, was passiert? Wisst ihr, was meine Frau mir letztens so zugesteckt hat? Sie ist ganz traurig, dass ihre aufgenommenen Fahrten gar nicht mit reingenommen werden in den Kanal. Na doch, passiert schon hier und da, aber ich sortiere tatsächlich sehr grob aus. Bei dem Video habe ich kurz überlegt, aber doch, nehmen wir mit rein. Guckt einfach, was passiert. Die Busspur, ne? Die Überholspur für manche. Hierzu schrieb Bema, dass der in der Mitte vorne wahrscheinlich auf die falsche Ampel geguckt hat. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Und die Leute, die da gleich von rechts kommen, die werden ihm das auch ganz gut signalisiert haben. Und darf ich vorstellen, qualifiziert hat sich heute Lene Trommelwirbel für die gute Tat des Tages. Und wir sind damit am Ende des Videos angekommen. Lene erkennt zäher Verkehr. Der würde hier ewig stehen und netterweise lässt sie ihn dann durch. Der Gegenverkehr macht auch gleich mit. So darf das auch sein. Danke dafür. Und hier nochmal die E-Mail-Adresse. Ihr wisst, was zu tun ist.
Und dann freue ich mich auf euch. Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.